produziert. So, schauen wir mal. Was ist denn das? Nicht das, was ich suche. Das legen wir mal da rein. Ah. MK2. Ein Stück. Na, okay. Nicht sehr viel. Nicht viel. Ich brauche zwei. Können wir die eigentlich erweitern schon auf die nächste Stufe? Gute Frage, gell? Wo sind die eigentlich drinnen? Glaube schon, nur braucht man da. Wo sind die MKs drinnen? Ah, da. Blende das um. Stimmt, das Was muss ich braucht dann man da? noch. Dass man braucht die MK2, man braucht zwei Perfect Faceted Eye. Ja, die haben wir nicht. Konduktiv PCP. Das sind, glaube ich, die goldenen. Was Oder? haben sie denn für Farbe? Gelb? Ja, da sind es die goldenen. Okay. Uns fehlt es also an Perfect Eye. Perfect Faceted Eye. Gut. Charge PCP und alles klar. Und da brauche ich Du müsstest Harden. einmal schauen Hadron. wie heißt das, bei dem harten Resineblätter Ja. und bei diesen Teilen, was man da für ihre Augen damals benötigt haben. Dann kann man das sagen, für welchen Okay. Ich wir die mache gekriegt das haben. und das Weil sonst brauchen wir und ja nur die Reducer das. wegnehmen, dann kommen eh Ja, dementsprechend. stimmt. Bum, bum, bum. Warte, ich schau schon nach. Ich schau nur, haben wir nicht Facetted Eye? Aber oh, die Grünen, gell? Das Grüne. Die Blauen haben wir nicht. Okay, waren es bei dir Blätter, die Grünen? Müssen die Grünen? Ich Ja, schau nochmal dann nach. brauchen wir wahrscheinlich den nächsthöheren. Die Blätter, wo sind die drin? Dann brauchen wir schon die Elite-Gegner. Na, da wird es dann Zeit, ja. Wo sind die drin? Die Blätter? Schau mal da. Ich finde Sonst sie. nicht eher bei den Gans. Ah, ich schau schon. Das sind die Redakter? Reducer? Ich sage Redakter, hallo? No. Ich suche noch. Schau mal ganz vorn. Oder sie sind dort, wo die ganzen Produktionsmaschinen drin sind. Das kann natürlich auch sein. Moment, ich finde es sicher gleich. Hier. Organic Lens. Und aus was macht man die Organic Lens? Da suche ich mich wieder. Organic Lens. Die sind bei den Lesern. Bei den Lesern. Okay. Ja, da brauche ich die Grünen. Okay. Und für die Gans brauchen wir aber die Blauen, ne? So ist es. So, jetzt mache ich Was ist? So. Crafting. Crafting. Sehr schön. Jetzt müsste ich zwei haben und die reichen vorerst. So, Gut. Ja. okay. Ah, okay. Ja, da fehlt noch einer. Das kann nicht fließen. Aber jetzt. So.
Jawohl. So, dann laufen wir dann mal kurz rauf, dann haben wir ein Hivemind oder die Produktion beim Hivemind wieder an der Energie dran. Jetzt schauen wir mal, ob die Kohle auch wirklich rüberläuft. Tio, das heißt, wir müssen dann mal ein paar Gegner ordern. Quasi. Ja, nein, es sind ja die Guns, die wir am Dach haben, sind ja auch nicht so schlecht. Also zumindest die Variante kannst du ja bauen. Ja, die Blauen, brauchen wir sowieso, wenn wir die nächsten dann bauen wollen. Ja. So, gut. Die zwei Guns stehen mal. Aber ich muss ja, ich muss ja bei meinem Hivemind oben auch noch eine kleine Verteidigung machen, ne? Mhm. So, wie ist es da aufgebaut? So, Rohr dazwischen. Kohlekocher, Energiedings da, ja, passt. Kennen wir aus. Ja, super, fließt's. Dann mache ich noch ein paar Gans. So, was brauche ich nochmal? Ich brauche das, ich brauche das. Du hast da ja einen Treppenabgang gemacht, gell? Dass man dazu der coole Produktion. Ja, ja. Jawohl. Okay. Das heißt, ich brauche noch vom Lithium ein paar PCBs und vom. Was ist das? Wurscht, sehe ich gleich. Ist das gut, wenn das komplett im Kreis läuft? Es geht eh nach oben und nimmt sie raus, ständig. Es ist schön voll. Also. Basic? Nein, brauche ich nicht. Ja, die Frage ist, ob er dann. Ja, klar, reinliefert oder was. Dann Cups unten an einer Stelle. Also. Sobald keine mehr laufen. Cups den Ring noch da vor dem Zulauf. Das soll nicht das Thema sein. Na, ich überlege gerade, warum da so massiv viel Kohle rüberläuft, wenn die Rohre eh alle voll sind. Weil er, wenn er beginnt wieder zum Abbauen, er extrem viel braucht. Ja schon, aber dann müsst ihr ja sehen, dass wo eine fehlt. Achso, gut, in die Dings habe ich nicht reingeschaut. Was machen die Storage? Achso, du lieferst das. Du hast das Ganze so aufgebaut, ich hab's gelassen. Ich versorg's nur. Okay. Es ist dein Aufbau. Na, das da unten ist nicht von mir. Ich versuch's nur zu. Okay, das liefert dann da nach oben. Genau. Ja. Da oben werden dann die da versorgt. Genau. Da ist natürlich jetzt alles Mögliche drin, weil wir ja davor mit normaler Kohle, dann haben wir irgendwann mit angereicherter Kohle. Ja, aber die schauen alle sehr schön voll aus. Passt. Genau, also die sind gut. Nur sie verbrennen halt irrsinnig viel, weil wenn die unten abbauen, Mörderenergie fließt. Und da geht dann schon viel Kohle und so drauf. Die Frage ist, ob er als erstes die andere Kohle verbraucht, bevor er die Infused nimmt. Oder ob die jetzt ewig ist da drin liegen. Ist total unterschiedlich. Bleibt. Nein, ist total unterschiedlich. Okay, willkürlich oder was? Ja. Mhm. Ist eigentlich nicht intelligent. Ja, dummes System. Ja. Mhm. So, ich baue mal wieder ein paar MKs, weil ich muss ja da drüben auch eine Dachverteidigung machen. Greifen die dann unser Hivemind-Häuschen auch an? Wenn die kommen. Mhm. Naja, normal gingen sie immer auf den Central Hub. Aber nachdem er ja zu dem Reduce ja auch eines gibt, wo man es erhöhen kann. Werden sie dann dort angreifen, ne? Nehme ich mal an, dass du das schon steuern kannst, wo sie angreifen. Ja. Aber ich habe Reducer noch keine weggenommen. Also bevor da drüben eine Verteidigung steht, würde die jetzt da nicht abbauen. So, jetzt läuft es da noch immer rein. Fleißig die Kohle, aber es wird nichts mehr weggenommen. Außer für. Ja, und jetzt füllt sich das da wieder.
Ja, weil uns kann nämlich passieren, dass die Energieversorgung oben am Dach, also wie die auch durch meine Zentrale da gespeist. Wir müssten dann irgendwie einen Puffer anlegen, ne? Na, normalerweise hat es ja funktioniert. Ja. Ja, aber wenn alles auf einer Leitung hängt. Also bis jetzt war es kein Problem. So. Ja, jetzt kommt da wieder Kohle rauf. Passt. Jetzt bist du wieder zufrieden. Jetzt läuft da wieder die Bahnproduktion. Das heißt, wie hast du das drüben gemacht? Ist in jedem Eck außen. Warte mal, lass mich mal überlegen. So, das passt, das passt. So, jetzt schauen wir, wie es da oben ausschaut. Ja, da haben wir hier so mit Schuppen. Ja, was habe ich. Da sieht man auch was, was wir gemacht haben außerhalb der Aufnahme. Ich habe da hier oben begonnen, die Förderbänder auszutauschen. Ich versuche mal nicht ständig irgendeine Gun anzusteuern. Damit wir da nicht immer diese Gitternetze haben. Da sieht man es zum Beispiel. Ja. Ja, da sind die Förderbänder eben auch getauscht gegen die. Gegen die wie Pipes. Wie mache ich das? Im äußeren Kreis noch nicht, momentan nur der innere und eben die vier Versorgungsleitungen. Ich habe uns zu wenig angesehen. Knack! Schaut gut aus. Jo, und passt wieder. Ist wieder alles stabil. Okay, hinterbei steht dann ein. Ja, da ist die Produktion. Das können wir uns ja auch noch kurz anschauen, auch wenn es da im Mörder ruckelt. Also da kommen die einzelnen Bahnen raus. Zinn, Kupfer, noch was? Eisen, Lithium, Gold, Nickel, Titanium. Nickel kommt schon wieder sehr sporadisch. Da können wir schon wieder Erze suchen. Und dann gibt es da von jedem eine Plattenproduktion, Rohr, Draht, Coils. Was kommt als nächstes? PCBs, glaube ich, sind das und eben die Experimental Bots. Und das gibt es jetzt in jeder Reihe. Ihr seht ja, das ist schon alles voll da. Also die stehen schon alle rot, die Storage Hopper. Das heißt, wir hätten jederzeit immer ein 100er Stack zur Verfügung von den einzelnen Sachen. Wie viele habe ich denn da? 4? Das ist ja perfekt. Hier gibt es dann immer die Hardenmaschinen und die Eloid Blocks. Das ist nur provisorisch, das wird dann noch verlegt, das werden wir noch woanders hin. Okay, ich habe gerade wieder ein Dings entdeckt, der was so fürs Labor was hat. Ah, da drüben, da laufe ich hin, ja. Achso, die Laborkomponente ja. Von diesen Rettungskapseln. Ja, super. Ganz in der Nähe. Top. Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Da ist die Liquidproduktion, die wir vorher angesprochen haben. Die haben wir hier aufgebaut. Mit dem entsprechenden Energieversorgung. Es ist momentan eine Zelle da drinnen, die Liquid produziert aus diesen Blöcken. Merkt man nicht, wie die Blöcke heißen. Liquid Resin. Liquified Resin heißt es. Ja, und dann leiten wir das runter. Und ich glaube, das kommt noch nicht bis runter. Die Leitung endet jetzt momentan irgendwo. Das werden wir jetzt dann als nächstes angehen. Wo ist das Ding? Heller Blitzen geht ja gar nicht mehr. Aber wo ist das Ding? Vielleicht unter dir. Nein, es raucht da oben, aber blitzt hier und. Oder sind das zwei? Es sind auch oft knapp welche zusammen, ja. Okay. So, schauen wir mal, ob wir da schon durchkommen damit. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie weit ich die Leitung schon habe. Alter, wo bist du? Na, da ist sie noch nicht. Ja, da ist es. Da komme ich nie wieder rauf. Dankeschön. So, wie komme ich. Ah ja, da. Natürlich. Ja, du hast recht. Hoppala. Wie komme ich da jetzt? Ah, da muss ich da. Ah, okay. Da stehen wir jetzt damit.
Gut. Also beim 10. sind wir schon. Wo legen wir das Liquid überhaupt hin, haben wir gesagt? Keine Ahnung. Na, wo hast denn du die... Hm? Das Liquified Resin hingelegt. Da auf der anderen Seite kommt das Liquid hin. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Das, was vom Hivemind rüberkommt. Ja, das hast du irgendwo zwischengelagert. Im Geschoss. Im Geschoss 10. Ja, also okay, das wollte ich wissen. Gut, okay. Na, dann kommt dort das Liquid wieder runter. Ah, nächste Kapsel. Wie schön. Leuchtet sehr weit. Vielleicht sind das auch wieder mehr. Oh, warum ist so ein Graben dazwischen? Hast du auf die Uhrzeit geschaut? Nein. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich nicht die Stoppuhr gestartet habe. Nicht, dass uns das Pfeil zu groß wird. Oh, da ist ein so ein Riesending in der Nähe. Würmchen. Nein, nicht ein Würmchen, das ist das. Also so ein Base. Ja. Von dort, wo eigentlich die Angreifer immer kommen. Ein Würmchen-Base. Nein, das ist nicht ein Würmchen-Base, das ist, von da kommen diese Wespen, die uns angreifen. Ah ja, mhm. Ich gehe wieder. Und tschüss. Ich will nach Hause. Wo ist zu Hause? Das Teil tut aber nichts. Hm. Nur die Würmer, die in der Nähe wohnen. Aha. Ich vertraue. Wo ist zu Hause, bitte? Wo ist zu Hause? Wenn du drehst, siehst du einen Punkt. Ja, in der Mitte. Ich laufe mal. Lauf mal drauf zu. Ah, da hinten sehe ich was. Ja, Wahnsinn. Da ist ein ganzer Wald dazwischen. So, da ich keine Ahnung habe. Okay, unsere Anlage feuert. Auf irgendwas. Wie spät es ist oder wie lang die Session schon geht, wird man dann, glaube ich, kurz mal unterbrechen, oder? Ich baue noch schnell die Leitung runter in das 10. Mhm. Und dann so, die Lichter einfach würde ich sagen, beenden wir die Folge. Yep. Länger wie 20 ist es auf alle Fälle. Ja. Im schlimmsten Fall müssen wir da dann wieder stückeln. Ist ja kein Thema. So. Und heiß wird's auch. Und heiß wird's auch, ja. Was haben wir momentan Tagestemperatur? Also angesagt hätten sie für heute 37 Grad. Mhm. Und ich glaube auch, das hat's. Wir haben nur jetzt gesagt, nachdem bei Vortragskräften uns die Folgen ausgehen, jetzt nehmen wir schnell was auf, aber ja, es wird nicht sehr viel werden. Maximal 2-3 Folgen. Mhm. Die sollten jetzt zusammen haben. Ja. Weil es ja momentan eher unerträglich ist in den Büroräumlichkeiten. So. Ah, da kommen wir runter. Kacke. Genau da, wo du Zinn produzierst. Gut, dann enden wir jetzt einmal hier. Ja. Mit dem Liquid. Bis das da abgebaut ist. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Kohlekocher. Ja, schaut nicht so groß aus. Ja, und ich werde hier die Verteidigung aufbauen. Hm? Gut, und in den nächsten Folgen bauen wir dann die zweiten Förderstrecken für die einzelnen Erze. Okay, und ich sehe da gerade da das Loch, wo die Bienchen durchkommen. Ich will unbedingt diese Augen haben. Ich werde die Anlage hier aufbauen und dann mal schauen, ob so neue Gegner kommen. Können wir das machen? Hm? Können wir machen, ja. Okay. Ich ruckle mich da gerade nach oben. So.
Ja, dann hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Schaltet es wieder ein bei Fortress-Kräft, seid dabei in der Staffel 4, wenn wir da weiter die Base ausbauen. Großes Ziel ist, Richtung minus 2000 zu kommen. Mhm. Bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.